Mein Name ist Franz Müntefering, ich bin Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes. Ich wollte Sie informieren und um Ihre Unterstützung bitten. In der Silvesternacht, in der jüngsten, hat es in Berlin Zwischenfälle gegeben. Helfer, die Menschen helfen wollten, die in Not waren, wurden bespuckt, wurden beschimpft, wurden attackiert, wurden mit Raketen bedroht. Das kann man nicht hinnehmen. Wir hoffen, die Täter werden identifiziert und sie werden auch bestraft. Die Anzeige ist erstellt und das nötige Gesetz ist im letzten Jahr dafür auch im Deutschen Bundestag entstanden. Wir wollen uns damit aber nicht abfinden. Wir wollen appellieren, dass wir als Gesellschaft darüber nachdenken, was können wir tun dafür, dass wir uns bewusst sind, dass es Situationen gibt, wo Menschen dringend Hilfe brauchen und wo andere, die hauptberuflich oder ehrenamtlich sich engagieren, auch die Gelegenheit haben müssen, ihnen schnell zu helfen. Deshalb unsere Bitte, nehmen Sie das Thema auf, sprechen Sie darüber, beziehen Sie deutlich Position und machen Sie klar, es ist infam und pervers, Menschen, die anderen Menschen helfen wollen, zu attackieren und zu beschimpfen und sie zu diskreditieren. Wir sind in einer Gesellschaft, in der wir Menschen brauchen, die einander helfen. Und das soll auch in Zukunft unser Maßstab sein. Vielen Dank für Ihr Verständnis.